Yo, Johnny Pep hier. Wir sind hier in Köln auf der Freunde von Niemand Tour. Und ich bin hier mit Meine Hood, meine Welt. Und wir zeigen euch jetzt meine Welt. Es ist Krieg in meinem Kopf, Krieg in meinem Kopf, Krieg in meinem Kopf, Krieg in meinem Kopf. Es ist Krieg in meinem Kopf, Krieg in meinem Kopf, Krieg in meinem Kopf. Manchmal spielt der Teufel Kopf. Es ist Krieg in meinem Kopf. Krieg in meinem Kopf, Krieg in meinem Kopf, Krieg in meinem Kopf. Es ist Krieg in meinem Kopf, Krieg in meinem Kopf, Krieg in meinem Kopf. Manchmal spielt der Teufel Kopf. Es ist Krieg in meinem Kopf, doch ich mach es wieder gut. Werd mich niemals fragen, warum hab ich's nie versucht. Seit dem Tag, an dem mein Herz begann, mit dem Tag zu schlagen, kamen die Stimmen, die mich plagten, und sie sagten mir nur mach's. Auf der Straße jede Nacht häng am Hennessy, rauch dope, werf Moneten aus dem Fenster, so als wär ich gar nicht broke. Ich geh jetzt raus und fick die Welt, als wär ich Hiroshima. Einmal zucken mit dem Finger, du zuckst nie mehr wieder. Auch keine Scheißvergleiche, um zu sagen, was ich denke. Ich denk geradeaus, ihr denkt um die Ecke. Du brauchst für deinen Schutz ne Weste, flieh, denn sie hassen dich. Wie einen Dealer, der sein Speed streckt mit Rabengift. Sag mir, ob das alles ist. Doch du kannst haben, was du willst. Wenn du nicht glücklich bist, hilft alles nichts. Ah, ich find kein Frieden in mir, doch gewinne diesen Schlag. Aber ich krieg in meinem Kopf. Es ist Krieg in meinem Kopf. Krieg in meinem Kopf. Krieg in meinem Kopf. Krieg in meinem Kopf. Es ist Krieg in meinem Kopf. Krieg in meinem Kopf. Krieg in meinem Kopf. Manchmal spielt der Teufel Kopf. Es ist Krieg in meinem Kopf. Krieg in meinem Kopf. Krieg in meinem Kopf. Krieg in meinem Kopf. Es ist Krieg in meinem Kopf. Wir sind gerade auf Tour, wir waren so ein bisschen überall. Das letzte Date jetzt wir hatten jetzt 2 Tage Pause, das letzte Date war in München. Und ich bin eigentlich seit dem letzten Date immer noch auf Tour. Ich habe nicht aufgehört zu trinken, deswegen auch mein Gemütszustand, aber ist ja alles super. So muss das sein auf Tour, man hat Spaß, man macht Musik, man freut sich, dass ein paar Leute auf die Konzerte kommen, spielt ein bisschen Mucke, feiert danach natürlich ein bisschen, wir sind ja alles auch gute Freunde und deswegen ist das immer cool auf Tour zu sein. Die innerliche Anspannung bei mir vor meinem Release, die ist immer mal wieder da, dann geht sie wieder weg und dann ist sie wieder da. Also ich bin eigentlich schon sehr aufgeregt, was da die Leute sagen werden, ob sie es cool annehmen, ob sie es schlecht finden, also was mir eigentlich auch scheißegal ist, ob jemand es schlecht findet oder nicht, aber natürlich freut man sich, wenn es viele Leute geil finden, ja. Ich habe auch lang dran gearbeitet, deswegen bin ich da schon sehr gespannt, wie das ankommen wird. Was es reißen wird, natürlich auch. Da habe ich jetzt aber nicht zu krasse Erwartungen dran. Da freue ich mich über alles, was geht. Also ich weiß nicht, ob es jemand sagt. Ich denke schon mittlerweile, Trap ist auf jeden Fall mein Sound. Das ist dieser Dirty South-lastige, langsame Beats mit Hi-Hat-Gewittern, mit krassen 808-Bässen. Das, was alle versuchen jetzt zu machen, aber nicht hinkriegen, werde ich jetzt machen und hinkriegen. Was ich schon immer mache und hinkriege. Oh, so Charts, da mache ich mir gerade gar keinen Kopf. Also da ist mir, sogar wenn ich auf 99 charte, Alter, mache ich einen Purzelbaum in meinem Zimmer dreifach. Da mache ich mir jetzt wirklich gar keinen Kopf wegen Charts, weil es ja auch mein erstes Release ist und ich da auch wirklich keine Erwartung habe. Aber ich glaube, vielleicht geht da auch so ein bisschen was. So mindestens die 99 könnte vielleicht mindestens drin sein, aber so wirklich irgendwie Chart-Erwartung habe ich da gar nicht. Also ich freue mich, dass überhaupt ich mal so eine gepresste CD von mir selbst in den Händen halten kann, nachdem ich immer nur Beats platzieren durfte. Aber das wird natürlich alles. Bevor ich Beats gemacht habe, habe ich ja schon gerappt. Ich habe ja angefangen, Beats zu machen, weil ich nicht mehr auf Instrumentals rappen wollte. Aber der Switch ist, also ich weiß nicht, wie ich das jetzt, das ist einfach, für mich ist es ja normal, ich habe ja schon immer Rap gemacht, aber es ist schon so, dass viele Leute wissen das gar nicht, dass ich vorher gerappt habe schon und schreiben dann so, ach, der soll bei dem bleiben, was er kann, der soll Beats machen und kann nicht mehr rappen, aber die haben halt alle keine Ahnung, die sollen einfach das Maul halten. Ja, also bei mir war das so, ich habe diese EP released im Dezember 2012. Und danach, bei mir ist es eh so gewesen, jetzt vor allem bei diesem Mixtape, ich saß nicht da, ich habe mir nicht gedacht, so jetzt muss ich ein Mixtape machen, was ich irgendwann releasen kann.
Ich habe einfach immer Songs für mich gemacht, so von mir. Und irgendwann waren dann genug geile Songs zusammen, dass man mal so gedacht hat, ey, eigentlich lass doch mal einen Johnny Pep Mixtape raushauen. So, der macht die ganze Zeit Mucke, lass dem doch mal ein Mixtape raushauen. Und so ist es einfach gekommen, dass ich ohne Druck, ohne Zeitdruck, ohne nix, habe ich einfach Songs gemacht. Und irgendwann waren es genug geile Songs, um das rauszuhauen. Aber es ist auf jeden Fall rund und schlüssig. Es ist nicht so, dass es einfach irgendwelche Songs sind, die geil sind und irgendwie jetzt auf irgendeine Platte ist. Es ist auf jeden Fall, ich habe mich auch danach nochmal dran gesetzt und habe alles nochmal perfektioniert, so gesehen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Bin sehr zufrieden. Ich habe auch sehr viel, nachdem ich schon aufgenommen habe, habe ich dann nochmal die Beats verbessert, also mit den Vocalspuren. Da ich ja auch Produzent bin und Beats mache, ist es ja für mich nicht so schwer, dann da das alles nochmal zu ändern. Ich habe ja auch alles selber produziert, da ist keiner noch irgendwie, wo ich dann noch sagen musste, ey, schick mal Spuren oder mach dies und mach das. Das konnte ich alles selber in meiner eigenen Hand entwerfen, so gesehen. Ja, so im Endeffekt war von mir, wie gesagt, gar keine Planung. Ich habe einfach Songs gemacht und irgendwann war ich dann mit Timeless irgendwo im Studio und dann haben wir uns gedacht, ey, komm, lass doch einen Song für mein Mixtape machen. Und dann war ich auch beim Boska noch im Studium, das Mixtape zu mastern. Und dann haben wir uns gedacht, hey, lass doch auch noch einen Song machen. Bei mir ist es eh so, also wenn ich mit jemandem einen Song machen will, so wo wir beide rappen, dann habe ich keine Lust, das mit Schicken oder so zu machen mit MP3. Das kam natürlich auch schon vor, aber eigentlich ist es immer geiler, wenn man zusammen im Studio ist und zusammen den Beat auswählt, den Beat vielleicht sogar zusammen macht, zusammen schreibt, zusammen Ideen hat. So, das ist viel geiler, als wenn man über Internet irgendwelche Parts schickt. Also dann wird es auch geiler am Ende. Also ich habe. Auf meinem Album habe ich eigentlich gar keinen Lieblingssong. Wobei, Nichts heißt ein Song, bei dem habe ich so relativ viel rumexperimentiert, auch nach dem Recorden. Nee, beziehungsweise ich habe den Beat angefangen und der Beat war am Anfang nur so eine kleine Melodie und Drums und dann habe ich den ganzen Text geschrieben und den ganzen Beat nach dem Text noch ganz dazu angepasst. Also da, wo da mal eine tiefgründige Zeile kommt, habe ich komplett geändert von dem Beat, der nach vorne geht, so in ein trauriges Klavier und dann wieder zurück. Also so richtig zu dem Text so alles ausgebaut. Was jetzt vielleicht ein bisschen zu verrückt ist, aber der Song ist schon einer, wo ich mir denke, da habe ich am meisten so dran rumgefeilt, dass er perfekt wird, ja. Ja, nee, jetzt haben wir noch Köln und Berlin sind die nächsten Gigs und dann haben wir so einen Monat lang Pause und dann kommt noch ein Gig in Gießen und dann kommt noch so eine Festival. Dings, beim Out for Fame haben wir noch einen Auftritt. Und sonst ist es war eigentlich mit der Tour jetzt dann bald. Auf Tour ist immer, hat man viel Spaß, man freut sich, wenn man auf der Bühne ist und vor vielen Leuten spielt, egal ob viel oder wenige, wenn man sieht, dass die auch ihren Spaß an deiner Mucke haben, dann sieht man, wofür man das macht, auf jeden Fall. Das ist auch mehr wert, ehrlich gesagt, als wenn man irgendwie sieht, ja, man hat 300.000 Klicks bei einem Video. Ist natürlich geil, wenn man viele Klicks auf einem Video hat, aber man sieht ja die Leute nicht direkt, wie die das feiern. Also das ist dann schon ein Unterschied. Also ich will jetzt nicht was falsch sagen, aber ich glaube, Krieg in meinem Kopf, mein Solo-Song ist bis jetzt auf der Tour mein Höhepunkt. Also meiner auf jeden Fall. Weil bis jetzt haben wir den immer zweimal gespielt, weil die Leute immer so durchgedreht sind, dass wir das einfach nochmal spielen mussten. Und die springen dann rum, die verprügeln sich und bouncen halt hart ab. Die haben auch diese Trap-Sache kapiert. Also wenn du einen Trap-Song live spielst und du bouncest so langsam mit, das ist ja dann langweilig. Du musst ja den doppelten Dings machen, so, also. Also Leute, am 30. Mai kommt mein Mixtape 808. Könnt ihr schon vorbestellen auf Amazon, checkt es ab, holt's euch, hört rein, kauft die Scheiße und meine Hood, meine Welt. Da kommt auch demnächst noch irgendwann ein Song von mir mit Video. Schon gute Sachen sind dabei. Timeless, Tony der Asi, checkt die Scheiße ab, meine Hood, meine Welt, Freunde von niemand, wir sind da. Bang.